Hatten Sie besondere Aufgaben oder Funktionen? Ist Ihr Reisepass ein echtes nationales Dokument? Wenn nein, von denen haben Sie dieses Gerät nicht dran bekommen. Nennen Sie Datum und Frau? Nennen Sie Namen. Sind Sie am Schlafen gehen, Herr Freund? Gab es Folterung? Wenn ja, wo und wann? Wer könnte Sie durch? Wie lange dauert das? Schreiben Sie die Gemeinde. Gab es Schein Maschito? Wurden Ihr Stellbesitzer erfasst? Was ist Ihnen zur Last gelegt worden? Haben Sie bei den Entwerfungsdateien mit blauer Propaganda mitgefallen? Haben Sie andere Öffentlichkeitsrechtsanwendungen verlangt? Gibt es eine Anfrage? Wurde Ihnen diese vorgelegt? Schalten Sie aus. Polizeigewahrsams, das heißt Misshandlungen und Folterpraktiken, im Lande des Antragstellers als gängiges Mittel zur Erzwingung von Aussagen, insbesondere von Geständnissen, weit verbreitet. Werden demnach systematisch in üblicher Praxis gegen jedermann zur Erlangung eines Beweismittels Misshandlungen angewandt, so kann daraus keine Indizwirkung für das Vorliegen einer Verfolgung abgeleitet werden, weil die Betroffenen gerade nicht nach den für dieses Verfahren erheblichen Kriterien ausgewählt und nicht wegen dieser Kriterien misshandelt. Das Kriterium der Disziplinierung ist darauf abgehoben, ob der Staat seine Bürger in relevanten Merkmalen zu disziplinieren trachtet und nicht, ob er lediglich seine Herrschaftsstruktur aufrechtzuerhalten sucht und dabei die Überzeugung seiner Staatsbürger unbehelligt lässt. Das bloße Aufrechterhalten staatsbürgerlicher Disziplin, also des Gehorsams der Gewaltunterordnung gegenüber Gesetzen, ist für sich allein, auch wenn hierbei mit großer Härte vorgegangen wird, keine Erfolgung. Anschließend spritzten sie mich mit eiskaltem Wasser ab. Fünf oder sechs Männer schlugen mir dann auf die Fußsohlen. Ich wurde immer wieder ohnmächtig und kann nicht sagen, wie lange es dauerte. Die Ursache für eine derartige Behandlung liegt in der weit geringeren Neigung der Betroffenen, sich auf diese Mechanismen der Polizeihaft einzustellen und sich ihnen durch ein Geständnis, durch Weitergabe von Informationen oder durch Unterwerfung unter militärische Disziplinaranforderungen zu entziehen. Zu solchen Übergriffen kommt es umso eher, je stärker die Sicherheitskräfte das Gemeinwesen in seiner Unversehrtheit zu beurteilen. Die Betroffenen laufen nicht Gefahr, wegen des Forum internum ihrer Überzeugung gefoltert zu werden, nur weil ihr Inhalt den Ordnungskräften missfällt. Die Reaktion der Beamten dürfen nicht an das Haben und Äußern einer Gesinnung, sondern an die Gefährlichkeit und Bestrebungen, die gegen den Bestand des Staates gerichtet sind. Aus Furcht vor einer Destabilisierung der Staats- und Gesellschaftsordnung geht es den Sicherheitskräften in Wahrheit lediglich darum, verdächtige Personen an ihrem Staatsgebilde zu ihnen bzw. wegen dieses Tuns eine Strafe zuzuführen.
Es gilt zu berücksichtigen, dass die jüngste Gesetzgebung im Heimatland meines Mandanten schon in der bloßen Existenz oppositioneller Gruppen eine hochverräterische Unternehmung und Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung erregt. Das Zurückbleiben der Rechtssysteme hinter den Anforderungen unserer Rechtsordnung muss hinnehmen. Jeder Missachtung der Menschenwürde und damit staatliche Exzesse in den Verhandlungen. Allein im Rechtsstaat und in der Kriminalität über die Kraft und Sicherheitsmaßnahmen steht nicht zu einer Organisation her, die auf spezielle Gesinnung und Gemeinde zielt. Das ist die Staatsanwalt, deren Schutz vor dem Auseinanderbrechen und vor innerer Auflösung die bestimmte Leitlinie. Auch wenn die Sicherheitskräfte den Schutz von Einheit und Ordnung des Staates nach dem Fehlgeleiteten selbst und Aufgabenstellungen übernehmen, dann ist es nicht damit politisch Staatsanwalt. Haben Sie Ihren Angaben etwas hinzuzufügen? Sie erhalten schriftlichen Bescheid.